Ja, aber es gibt Nachschub. Ja, das und stimmt. Was im ersten großen DLC steckt, das haben uns die Entwickler von id Software gezeigt. Und es ist ja sogar dein Beitrag. Ach, stimmt. Wie dumm von mir. Wir sind nun schon lange Verbündete. Ich wusste, wer du bist, als du unsere Welt betreten hast. The Ancient Gods wird unser Rückkehr der Jedi-Ritter, sagt Chefentwickler Hugo Martin von id Software über die große DLC-Erweiterung zu Doom Eternal. Die hat id Software im Rahmen der Opening Night Live vorgestellt und ich habe dazu mit ihm und Executive Producer Marty Stratton sprechen können. Dieses Jedi-Ritter-Zitat zeigt schon, wie wichtig die DLC-Story für den Doom-Kosmos ist, denn Hugo Martin nach bildet die Handlung von Ancient Gods Teil 1 und Teil 2 zusammen den fulminanten Abschluss der Story-Trilogie, die mit Doom 2016 losgegangen ist. Viele Details wollten mir die Entwickler dazu noch nicht verraten, Spieler dürfen sich aber auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren freuen, die den Slayer auf direkten Konfrontationskurs mit dem absoluten Oberschurken schicken. Denn, und so viel Teaser sei erlaubt, ganz am Ende in Part 2 stellt sich der Doomslayer dem mysteriösen Dark Lord, dem Herrscher der Hölle, von dem die Spieler bisher nur mal die Stimme gehört haben. Mit Doom Eternal hatte id Software das Konzept von Doom 2016 nochmal ordentlich aufgebohrt und wagt deshalb in Sachen Skills und Waffenarsenal mit The Ancient Gods keine Experimente. Zwar startet man bereits mit einem voll ausgerüsteten Slayer in den DLC, es wird aber keine neuen Waffen oder Fähigkeiten geben, da diese den Entwicklern nach bereits zu fein aufeinander abgestimmt sind, um jetzt durch neue Elemente die Balance ins Wanken zu bringen. Hugo Martin hat aber auch dafür einen schönen Vergleich. Der Doomslayer ist der Rennwagen und an dem ändern wir nichts, wir schicken ihn aber auf abgefahrene neue Rennstrecken. Denn in Sachen Level- und Szenariovielfalt soll The Ancient Gods nochmal eine Schippe drauflegen. Neben der Story-Kampagne will id Software aber auch die anderen Modi in Doom Eternal weiter unterstützen. So soll es auch in Zukunft neue Master-Levels geben, als nächstes etwa eine besonders harte Variante des Super-Gore-Nest-Levels. Außerdem will das Team den Mehrspieler-Part Battle-Mode komplett umkrempeln. So werkelt man bei id Software gerade an einem general überholten Modus mit verbessertem Matchmaking, einem neuen spielbaren Dämonen und neuen Maps, der so umfangreich ausgebaut wird, dass man intern den Arbeitstitel Battle Mode 2.0 verwendet. Bisher ist aber noch nicht geklärt, wann der erscheinen soll, id arbeitet hier aber eng mit der Community zusammen. Ähnlich läuft es auch beim geplanten offiziellen Raytracing-Update für die PC-Version von Doom Eternal. Auch an der arbeitet das Team, hat mit dem Umzug ins Homeoffice und der Arbeit am DLC aber einen Haufen anderer Aufgaben vor sich. Mehr dazu will id Software aber bald ankündigen. Zu guter Letzt habe ich dann noch die Frage stellen können, die mich um den Schlaf gebracht hat. Werden wir im DLC endlich den gigantischen Mech in der Fortress of Doom einsetzen dürfen? Hugo Martin zerstört da leider meine Träume. Nicht im DLC, aber vielleicht mal in einem zukünftigen Spiel. Trotzdem freue ich mich schon jetzt riesig auf mehr Doom-Nachschub, wenn The Ancient Gods am 20. Oktober erscheint.